Hallo, heute geht es um den römischen Kalender und damit schließen wir so ein bisschen an das letzte Video, in dem es ja um die römischen Namen ging und die beiden sind eigentlich meiner Ansicht nach die wichtigsten Grundlagen, die Namen eher noch wichtiger, aber der Kalender ist auch nicht ganz unwichtig zum Verständnis der römischen Kultur oder zumindest um ja die Quellen ein bisschen besser zu verstehen. Und das ist ziemlich interessant, also wenn man sich damit noch nie befasst hat, dann wird man feststellen, dass wir heute offenbar von sehr vielen Gegebenheiten ausgehen, was die Zeitrechnung angeht und den Kalender angeht, die gar nicht mal so selbstverständlich sind. Ich meine, das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn man das von klein auf lernt. Ja, woher sollte man es dann wissen, wo das alles herkommt und wo die, ja, was für Alternativen es vielleicht möglicherweise gab. Und heute steigen wir mal ein bisschen ein in den römischen Kalender, und zwar in die Jahreszählung und die Wochen und die Datumsangaben. Und das, was ich jetzt hier erzähle, ist eigentlich eine knappe, kondensierte Form eines Kapitels für eine Einführung, die ich geschrieben habe, die jetzt also demnächst auch dann fertiggestellt wird. Für eine Einführung in die alte Geschichte von Patrick Reinhardt, das Buch wird hoffentlich Ende des Jahres, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres rauskommen. Also wenn jetzt schon 2022 ist, dann kann man mal nachgucken. Also das Video, den Titel zeige ich am Ende nochmal des Buches und auch in der Beschreibung. Und ja, in diesem Kapitel habe ich auch noch was über die griechischen Kalender geschrieben und auch über die vorherigen Ägypten und Babylon, aber nur knapp, weil das auch nicht mein Themengebiet ist. Und ich bin das erste Mal wirklich tief in diese Materie dafür eingestiegen. Da dachte ich, wäre vielleicht ganz gut, das auch gleich mal noch ein bisschen einem breiteren Publikum vorzustellen. Und das Zweite, was ich jetzt schon mal vergessen habe, aber jetzt endlich mal sagen will, ist, ich habe auch einen Patreon-Account eingerichtet. Das heißt, wenn man mich finanziell unterstützen möchte, ab 2 Euro, glaube ich, geht das schon los, kann man das gerne tun. Ich würde mich freuen, ich kann jeden Euro, naja, also ich nage nicht am Hungertuch, aber die Technik könnte ein bisschen aufgestockt werden. Und ich würde mich freuen für jeden, der das machen möchte. Und außerdem werde ich in wahrscheinlich 200, also wenn wir die 2000 geknackt haben, ja, also in ein, zwei, drei Monaten vielleicht, werde ich auch eine Premium-Mitgliedschaft für meinen Kanal einrichten. Dann kann man das über YouTube machen und wer Lust hat, mich zu unterstützen, ich freue mich auf jeden Fall. Und das würde mich natürlich auch ermutigen, weiterzumachen. Und dann kann man mir auch ein bisschen detaillierteres Feedback geben, wo es vielleicht die Reise hingehen soll und was man noch besser machen kann. Ja, das versuche ich ja in den Kommentaren immer schon mitzunehmen, aber ja, kann man ja vielleicht ein bisschen besser rüberbringen, wenn man auch noch das Ganze finanziell unterstützt. Okay, bevor wir zum römischen Kalender kommen, nochmal ganz kurzer Rückblick oder vielleicht nicht ganz so kurzer Rückblick auf die vorherigen Zeiten. Da bin ich kein Fachmann für Ägypten und für den Orient, aber in beiden Kulturen haben sich im dritten Jahrtausend, vielleicht schon, aber auf jeden Fall im zweiten Jahrtausend, schon Kalendersysteme etabliert, die auf dem Jahr basieren, das auf der Umlauf der Sonne natürlich als Basis ist. Und das war von Belang, weil sich daran die Jahreszeiten orientiert haben. Und natürlich in Ägypten ganz besonders wichtig, die Nilschwemme vorhersehbar sein musste, weil durch die Nilschwemme es ja zwei Ernten im Jahr geben konnte, man aber vorhersehen musste, wann die so ungefähr kommt und sich daran orientiert hat. In Babylon ist das ja nicht ganz so von Belang gewesen, wenn ich das richtig sehe, weil es eben keine Nilschwemme gab. Aber natürlich im Zweistromland, das ja schon sehr stark auch dann künstlich mit günstigen Bewässerungssystemen arbeitete, war man auch auf den Sonnenumlauf fokussiert. Und dann kam natürlich der Mondumlauf noch dazu. Die Mondmonate, Monat kommt natürlich von Mond, passen ja nicht ganz in das Jahr rein. Da haben sich also immer schon Probleme ergeben. Und dann ist ein weiteres Problem die Schwierigkeit zu zählen, wie lange ein Jahr wirklich dauert. In Ägypten hat man sich da auf den Sirius-Stern mit bezogen, der an einem gewissen Tag erscheint, am Himmel irgendwo. Das hat auch nicht ganz geklappt und der ist dann so ein bisschen im Kalender, hat er sich verschoben. In Babylon hat man ebenfalls natürlich die Sonne beobachtet und man versuchte eigentlich, oder man kann im Idealfall anhand von ja, kürzesten oder längsten Tagen, das heißt also Sommer- oder Wintersonnenwende, da so ein Jahr festlegen. Und häufig hat man sich dann eben auf eine Jahresdauer festgelegt, die nicht mit der echten Jahresdauer von 365,3
zwei, fünf, nicht ganz, Tagen übereinstimmt. Und das bedeutet natürlich, dass dieser Jahresbeginn, wenn man den beobachtet, ja, und dann sagt man, unser Jahr hat 360 Tage, wie zum Beispiel das Jahr in Athen, dann ist das nächste Jahr nach wirklichem Sonnenjahr 5 Tage also fängt zu früh an. Und das Jahr danach fängt 10 Tage zu früh an. Und nachdem man das, wenn man das 36 Jahre lang gemacht hat, 72 Mal gemacht hat, dann ist man ein Jahr lang, also dann hat man sozusagen irgendwann die Neujahrsfeier, die ursprünglich mal an der Sommersonnenwende war, rutscht dann immer weiter zurück. Und irgendwann ist sie eben mitten im Winter und dann ist alles total durcheinander. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Kalender nicht nur, also nicht nur für die Aussaat und so weiter von Bedeutung war, sondern darin wurde ja, wie das heute auch der Fall ist, alles strukturiert. Es gibt darin Feste, die festgelegt sind, die natürlich nach der Aussaat stattfinden, nach der Ernte stattfinden, an der Wintersonnenwende vielleicht Feste stattfinden, damit das neue Jahr wieder beginnen kann und so weiter. Und wenn diese Feste auf fixierte Kalenderdaten festgelegt sind, also wie das heute auch der Fall ist mit Weihnachten und so weiter, aber das Jahr sich verschiebt, dann ist irgendwann das Erntefest zu dem Zeitpunkt, wo man eigentlich aussehen muss, und das macht natürlich keinen Sinn, ja klar. Und dementsprechend hat man in der Antike schon sehr früh angefangen, Schaltmonate einzufügen, um eben dann wieder auf Null zu setzen und dann eben den Jahresbeginn mit dem echten solaren Jahresbeginn, dem tropischen Jahr, wie man auch sagt, oder dem lunaren Jahr, in Einklang zu bringen, ja. In Athen hat man, oder in Griechenland hat man irgendwann im 6. Jahrhundert dann auch das Prinzip aus dem Orient übernommen mit einem Schaltzyklus, einem 8-Jahres-Schaltzyklus, dass man nach 8 Jahren, also ein Schaltjahr, oder dass man in einem 8-Jahres-Zyklus bestimmte Jahre länger und kürzer macht und dann nach 8 Jahren wieder neu anfängt und dann eben meint, das passt irgendwie, das passte aber auch nicht. Und am Ende hat sich ein 19-Jahres-Schaltzyklus durchgesetzt. Allerdings erst, ich glaube, im 3. Jahrhundert in Griechenland, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, oder im 4. Auf jeden Fall wurde das in Griechenland so mehr oder minder verbreitet, und trotzdem, ganz wichtiger Punkt, nicht nur für Griechenland, sondern für die gesamte Antike, hatte in Griechenland jede Stadt, jeder Polis, also jeder Stadtstaat, der ja eigene Feste hatte, eigenes Geld hatte, eigene Rechtssysteme hatte, auch einen eigenen Kalender. Die haben sich schon aufeinander abgestimmt, natürlich. Die mussten ja auch, wenn es internationale Feste gab, sozusagen, also Griechenland übergreifende Feste in Olympia und so weiter, musste man sich ja koordinieren. Aber die Feste in den Städten selber waren immer noch auf den eigenen Kalender ausgelegt. Und ich meine mich zu erinnern, dass in Athen das Jahr an der Sommersonnenwende beginnt, also mitten im Juni oder im Juli. Und da natürlich auch die Beamten gewählt werden. Und in Sparta allerdings die Beamten an einem anderen Tag gewählt werden, ich glaube im Herbst, da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war es verschoben. Das heißt, Sparta hat einen anderen Jahresbeginn als Athen, und bei Korinth und in anderen Städten sieht das vielleicht auch nochmal anders aus. Auch die Monatsnamen waren unterschiedlich, aber da natürlich die Monatsnamen auf dem Mondzyklus beruhen, sind es immer 13 oder 12 Monate, weil so viele Mondzyklen hat nun mal das Jahr. Und die sind, wenn die kulturell ähnlich waren in Griechenland, überlappen die sich, diese Monatsnamen, aber es gibt auch individuelle Bezeichnungen. Also, wichtiger Punkt, in Griechenland und in der ganzen antiken Welt hatten diese Kulturen immer eigene Kalender. Und wenn man sozusagen dann ein Datum festlegen wollte, oder man hat zum Beispiel ein Geschichtsbuch geschrieben und da wollte man ein Jahr genau bezeichnen, vielleicht sogar einen Tag, dann hat man zum Teil, Thukydides und andere haben das gemacht, einfach mehrere Datumsangaben genannt. Und zwar in Sparta war zu diesem Jahr der und der Ephor, also hatte dieses wichtige Amt inne, denn so wurden in der Antike in Griechenland die Jahre benannt, nach Personen häufig. Also in Sparta gab es den Ephoren so und so, und in Athen gab es den Archonten so und so. Und dann muss man kann man, wenn man in den Städten wohnt, in den Listen nachgucken, dann weiß man, welches Jahr gemeint ist. Ja. Es gab also kein übergreifendes Jahr. Das kam irgendwann erst später auf mit den Olympiaden, aber das hat sich eigentlich auch, also in der Im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert gab es das in dem Sinne eigentlich weniger. Okay, gut. Das ist jetzt nochmal so vorneweg mit ein bisschen Griechenland, und jetzt kommen wir zum römischen Kalender. Ja, also, der römische Kalender, fangen wir mit den Jahreszählungen an,
hat ebenfalls natürlich wie Griechenland auch und wie die meisten 12 Monate plus einen Schaltmonat und natürlich dann eben die Jahre. Und jetzt kommen wir am Anfang vielleicht erstmal zur Jahresbenennung. Genauso wie in Sparta und in allen anderen griechischen Städten eigentlich, war in Rom es Usus, dass man die Jahre nach Beamten benennt. Und zwar gab es in der Frühzeit Roms oder zumindest in der Mittleren Republik, gab es keine andere Möglichkeit, das Jahr festzulegen. Und diese Benennung passierte nach den Konsuln, nach den beiden Konsuln, den Oberbeamten der Römischen Republik. Wir sind auch bis auf das Jahr 509 oder zurückgerechnet, also der mythischen Einführung der halbmythischen, kann man ja vielleicht eher sagen, der Republik. Allerdings ist, was zwischen 509 vor Christus passiert ist, bis, sagen wir mal, 350 oder so, das ist eigentlich vollkommen, das ist wirklich sehr unklar. Also da gibt es natürlich diese ganzen Geschichten dazu bei Livius und so weiter, die schauen wir uns einfach irgendwann auch mal an. Aber der detaillierte Aufbau des Staates, der ist eigentlich nicht wirklich so richtig zu rekonstruieren. Und man nimmt an, dass es am Anfang einen Oberbeamten gab, vielleicht war das auch schon ein Konsul, vielleicht nicht. Aber spätestens, oder sagen wir mal, höchstwahrscheinlich nach 376 bei dieser Leges Licinia Sextia heißen die, einer wichtigen Gesetzgebung, ab diesem Zeitpunkt kann man dann vielleicht mit zwei Konsuln rechnen. Und das sind dann auch die beiden, nach denen diese Jahre üblicherweise benannt werden. Ja, und wenn man natürlich von 509 bis zum Jahre 1 diese Konsulenpaare aufschreiben will, auch wenn es vor dem 4. Jahrhundert unklar ist, wie der Staat aussah, es gibt diese Listen trotzdem. Die sind zwar erst später geschaffen, die sind die sogenannten Konsullisten, fast die Consulares, die wir uns auch gleich anschauen. Aber die sind erst, da sie später geschaffen sind, für die Frühzeit mehr oder minder rekonstruiert oder ausgedacht, muss man ja sagen. Ja, und damit sind wir auch schon beim Punkt. So viele Konsulpaare kann man sich eigentlich nicht merken und deswegen gab es immer mal wieder die Praxis, diese aufzuschreiben. Also Konsullisten zu machen, ja, in dem Jahr ist der Konsul, nächstes Jahr schreiben wir die nächsten beiden drunter. Das ist eigentlich ganz einfach und die öffentlich aufzustellen in Rom, das gibt ja, auf dem Forum und so weiter gut genug Platz, um das prominent zu machen. Und wir haben diese Listen aus augusteischer Zeit, also ich glaube um 27 vor Christus, wenn ich mich richtig erinnere, gab es den Bau ja, wie sagt man, eines Tores, eines Bogens, genau, einer Art Triumphbogens durch Augustus und zwar südlich vom Cäsar-Tempel heute. Vielleicht finde ich da ein Bild, kann ich ja mal einblenden. Rekonstruktionen sind ganz schwer, weil da nicht viel von übrig ist. Und an diesem Augustusbogen gibt auch nördlich vom Cäsar-Tempel noch einen zweiten Augustusbogen, aber südlich wohl waren diese Listen angebracht, die natürlich in augusteischer Zeit erst angefertigt wurden, diese zumindest. Und dann gibt es noch eine zweite Liste, die ebenfalls schon seit früher Zeit geführt wird und die ebenfalls an diesem Bogen dran war, die ich nur erwähne, weil ich bessere Bilder davon habe. Das sind die sogenannten Fasti, also Listen, Fasti Triumphales, also die Listen derjenigen römischen Feldherren oder Politiker, die einen Triumphzug nach einem großen militärischen Sieg, einen Triumphzug vom Senat also zugestanden bekommen haben und dann durch Rom ziehen und da eben ihren Triumphzug veranstalten. Eine der größten Ehren, die man überhaupt als römischer Feldherr ja, haben konnte. Und das sind jetzt zwei Fragmente, die ich jetzt hier auf der Folie zeige. Die sind diese ganzen Listen, die Reste der Listen der Triumphatoren und auch der Konsuln sind in den Kapitolinischen Museen in Rom und sind da so eingebaut und kann man gut lesen. Die sind ja eigentlich, ja, das ist so kompliziert eigentlich nicht. Stehen ja nur Namen drauf. So, und kurioserweise oder schönerweise, zufälligerweise haben wir sogar den Anfang der Triumphatorenliste überliefert und das ist diese hier und da gucken wir mal an, was hier steht. Da kommen wir auch gleich auf den nächsten Bildern, kommt es uns zugute, dass wir vorher was über die Namen gelernt haben, ja, weil es jetzt natürlich um Namen und deren Bestandteile geht. Ja, und der Anfang, den macht natürlich Romulus und da haben wir auch schon Romulus mit Hochpunkt und dann geht es weiter mit Martis. Das ist natürlich der Genitiv von Mars, also des Mars. Und dann kommt das F, das steht immer für Filius, praktisch immer Romulus, Sohn des Mars. Und danach kommt Rex,
Also der König, ja. Das ist ja der erste von den sieben mythischen Königen Roms, die wir uns danach mal anschauen können. Die sind auch ziemlich witzig. Es gibt ulkige Geschichten von Livius und auch von Plutarch ein paar. Ja, und das ist natürlich der erste Triumphator, Romulus, Sohn des Mars, ja. Und dann schauen wir uns noch die zweite Liste an, das zweite Fragment, das auf dem hier schon drauf war, auf der Folie. Und hier sind dann eben andere Namen drauf. Hier oben kann man vielleicht ein bisschen sehen. Ich weiß nicht, wie groß es jetzt am Ende auf dem Bildschirm zu erkennen ist. Mein Mauszeiger ist ja relativ klein, obwohl ich den größer stelle. Aber die Screen Recording Software nimmt den nicht auf. Ich weiß nicht warum. Ist so. Also, hier haben wir ein C mit Hochpunkt. Das ist natürlich Gaius, weil ich hatte letztes Mal gesagt, es gibt nur ein paar Vornamen und die sind eigentlich auch immer alle abgekürzt. Dann haben wir Sextius, Punkt, 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 also CF, Gaephilius, sein Vater hieß auch Gaius. Und jetzt kommt noch ein Punkt, den ich in dem letzten Video nicht erwähnt habe, weil er eigentlich relativ selten ist. Und zwar kann man manchmal außer dem Vatersnamen auch den Sohn des Großvaters und dann hier CN heißt, also Nepos von Gaius. Also das ist dann der Sohn des Gaius und auch der Enkel des Gaius. Die hießen alle Gaius, war nicht besonders einfallsreich. Ne? Und danach kommt Calvin, wahrscheinlich Calvinus und noch ein bisschen weiteres. Das ist dann der letzte Namensbestandteil, das Kognomen. Nächster Punkt, hier haben wir L wie Lucius, Aurelius, Lucifilius, Luci, Nepos und dann Orestes, ebenfalls ein Name. Ja, und dann, ich lese sie jetzt nicht vor, macht ja auch keinen Sinn, aber die sind auf einer, diese ganzen Listen, die Konsullisten, die wir uns gleich anschauen, und die Triumphatorenlisten sind auf den englischen Wikipedia-Seiten alle aufgeführt und aufgeschlüsselt. Und das sind jetzt hier in dem Fall, dieser Abschnitt, den ich hier gezeigt habe, das sind die Jahre 122 bis 111. Wenn man Bock drauf hat, kann man sich das mal angucken. Denn hier bei den, ja genau, bei diesen Triumphatoren ist nämlich noch immer aufgeführt, gegen wen die überhaupt gesiegt haben und weswegen sie ihren Triumphzug dann auch erhalten haben. Also das ist vielleicht ganz interessant, weil da eben verschiedene Kriege mit aufgeführt sind, die ja vielleicht manchmal gar nicht so bekannt sind. So, und jetzt kommen wir zu den Fasti Consulares. Da habe ich keine so gute Aufnahme davon, also keine so schöne, die man ranzoomen kann. Links ist, und beide Fotos sind im Kapitolinischen Museum entstanden. Und hier auf dem anderen Bild sieht man, das sind einfach die Namen. Ja, muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. So sieht das aus und die Jahre werden eben nach den Konsuln benannt. Und das funktioniert folgendermaßen: Wenn man also eine Jahresangabe machen möchte, dann sagt man einfach, in diesem Jahr war der und der, waren die Konsuln. Und ich glaube, da habe ich auch eine. Ach doch, ich habe es noch ein bisschen rangezoomt. Ja, sind Namen. Hier unten kann man vielleicht sehen: CN, Gnaeus, Cornelius, Gnaefilius. Und so weiter, Dolabella. Also da sind die Namen eben drauf. Gut, okay, brauche ich nicht näher darauf einzugehen. Hier habe ich mal ein Beispiel rausgesucht und zwar eine Passage aus Livius. Livius schreibt ja im 1. Jahrhundert vor Christus unter Augustus und schreibt eine Riesengeschichte Roms. Davon ist ein Teil überliefert. Es ist viel Spinnerei dabei, was er da so reinschreibt, ist wenig quellenkritisch zum Teil, aber eben trotzdem eine Fundgrube. Und er schreibt über das Jahr 171 vor Christus, das also das Jahr, in dem der dritte makedonische Krieg ausbricht oder eben geführt wird. Und da fängt er seine Beschreibung an mit: Unter dem Konsulat des Publius Licinius und des Gaius Cassius beschäftigten sich nicht allein die Stadt Rom und ganz Italien, sondern auch alle Könige und Staaten, mochten sie in Europa, mochten sie in Asien sein, in Gedanken mit dem Krieg zwischen Makedonien und Rom. Ja, und immer wenn man bei Livius und anderen Autoren so eine Zeile liest, in diesem Jahr waren der und der Konsul oder es wurden die und die als Konsuln gewählt oder unter dem Konsulat des so und so, sind das Jahresangaben. Und wenn man eine annalistische Schrift hat, also eine Schrift, die Geschehnisse im Reich nach Jahren ordnet, deswegen heißt es ja Annalen, nach den Jahren, dann kann man davon ausgehen, dass wenn so ein Konsulpaar genannt wird, dann kommt ein neues Jahr. Und dann, weil die Jahre ja nicht anders angegeben werden können, und dann weiß man eben, jetzt ist ein neues Jahr da so. Und jetzt gibt es aber noch weitere andere Möglichkeiten. Und zwar gibt es dann noch die sogenannte Ährenzählung. Also eine Ära, die mit einem
bestimmten Ereignis beginnt. Das ist das, was wir heute verwenden. Das ist die christliche Ära und die beginnt natürlich mit der Geburt von Jesus Christus. Das ist natürlich historisch auch schwierig, ja, also nicht so hundertprozentig klar, ob das so stattgefunden hat, ob das Jahr auch stimmt, wie dem auch sei. Man sagt ja nach Christus und vor Christus und wenn man es nicht religiös haben möchte, dann sagt man dann im Englischen Common Era oder Before Common Era. Macht aber nichts, macht keinen Unterschied, es ist trotzdem die christliche Ära, die auf der Geburt Jesus beruht. So. Und bevor das Christentum so verbreitet war im Römischen Reich, konnte man ja die christliche Ära nicht nutzen, weil die Nummer keiner erkannt hätte und auch keiner benutzen wollte. Und deswegen hatte man immer überlegt, auf die Gründung der Stadt Rom zurückzurechnen. Also ab Urbe Condita, von Gründung der Stadt an, ist dann auch eine gängige Zeitrechnung gewesen, die in den offiziellen Dokumenten eigentlich nie auftaucht. In Briefen hin und wieder mal auch von Geschichtsschreibern verwendet wird und manchmal werden die Sachen gemischt miteinander, um eben klarzumachen, welches Jahr das ist, eindeutig klarzumachen. Da nennt man zum Beispiel den Konsul und diese Jahresangabe ab Urbe Condita. Und da sagt man ja, wer es im Geschichtsunterricht noch gelernt hat, 753. Also 753 ist das Jahr, das von Varro irgendwann mal ausgerechnet wurde. Das ist natürlich schwierig, ja. Es gibt ja diese Gründung Roms in dem Sinne, wie sie mythisch überliefert ist, nicht, denn Rom war vorher auch schon besiedelt, also diese Region. Aber das ist auf jeden Fall die Zahl, mit der man rechnen kann. So, jetzt habe ich noch einen zweiten Abschnitt mitgebracht aus der Tacitus Germania und hier schreibt er an einer Stelle: Unsere Stadt stand in ihrem 640. Jahr, als man zum ersten Mal von den Waffen der Kimbern hörte und unter dem Konsulat des Cecilius Metellus und Papirius Carbo. Zählt man von da an bis auf das zweite Konsulat des Kaisers Trajan, so ergeben sich etwa 210 Jahre. So lange wird Germanien siegreich bekämpft. Für uns ist entscheidend hier das 640. Jahr ab Urbe Condita. Dann kann man 753 minus 640 rechnen, sind wir bei 113 ungefähr. Ich sage ungefähr, weil wir eine Inklusivzählung in Rom haben. Ich weiß nicht, wie das genau hier funktioniert. Das heißt also, wenn man im Römischen Reich die Distanz von Tagen angibt, dann wird immer der Tag, den man gerade hat, mitgezählt. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir sehen uns in 2 Tagen, dann würde man heute ja denken, das ist dann der morgige Tag, das ist ja der Montag und der Dienstag, wir sehen uns also am Dienstag. Im Römischen Reich würde man das allerdings anders verstehen, denn da wird der heutige Tag, der Sonntag, mitgezählt und das wäre dann eben, wenn man sagt, wir sehen uns in 2 Tagen, heute und morgen, Montag. Ich kenne das noch von früher, da habe ich häufig gehört, heute in 8 Tagen, so, das ist dann die Woche. Und da ist genau das Gleiche der Fall, man hatte dann auch die Inklusivzählung im Kopf und hat einfach heute in 8 Tagen gesagt, obwohl man in 7 Tagen hätte auch sagen können oder eben in einer Woche. Und diese Inklusivzählung verschiebt manchmal das Jahr um eins oder eben auch den Tag. Da muss man eben ein bisschen drüber nachdenken. Ja, und ansonsten Cecilius Metellus, Papirius Carbo, Angabe der beiden Konsuln als Jahresangabe. Klar. Okay, so. Dann kommen wir zur Jahreseinteilung selber. Das sind eigentlich die wichtigsten beiden Bezeichnungen, die ich jetzt hatte. Es gibt noch andere Ären, Diokletianische Ära später und so weiter. Die lassen wir jetzt alle mal weg. Jetzt kommen wir zu den Monaten. Und das sind also die römischen Namen der Monate. Martius ist also heute der März, der Marsmonat. Und dann geht es weiter mit Aprilus, Maius erkennt man ja. Monate sind gut zu erkennen. Was aber vielleicht ein bisschen auffällt, hier ist dann der Quintilis und der Sextilis. Das sind also der 5. Monat, weil Mars der erste war. Also das römische Jahr begann üblicherweise am 1. März. An dem Tag wurden die Konsuln gewählt und das Jahr ging neu los und so weiter. Ja, und deswegen ist nach dieser alten römischen Jahreseinteilung anhand der Monate der Monat nach dem Juni der Quintilis, der 5. und der Sextilis, der 6. und dann der September, der 7. der Oktober, der 8. klar, der November, der 9. der Dezember, der 10. Und da sich das allerdings mal verschoben hat, und zwar hat man im Jahr 153 vor Christus den Jahresbeginn verschoben auf den 1. Januar. Und der 1. Januar ist ja hier an der Stelle nach dem Dezember angeführt, dann kommt der Februarius und dann kommt der Mercedonius und das ist der 13. Monat, der Schaltmonat, der immer nur ab und an mal eingebaut wurde, um eben
um wieder ja, das Jahr wieder mit dem Sonnenauf- und Untergang oder dem Sonnenzyklus in Einklang zu bringen. Der heißt auch Mensis Intercalaris. Ja, und dann im Jahr 153 ist Folgendes passiert. Man hat Krieg geführt in Spanien und am 1. März, am Beginn des Jahres, werden ja immer die Konsuln gewählt und deren Hauptaufgabe war es eigentlich, also deren praktische Hauptaufgabe, das war vielleicht nicht so gedacht ursprünglich, aber hat sich so entwickelt, Krieg zu führen. Und die Konsuln, die erste Amtshandlung der Konsuln oder eine der sehr frühen Amtshandlungen ist, ein Heer auszuheben und aufzustellen. Und das kann man natürlich, ja, das macht man dann im März. Und wenn das dann aufgestellt ist und man Krieg führt in einem fernen Land, wie zum Beispiel Spanien, dann muss man natürlich im Anschluss dahin marschieren und dann ist man vielleicht erst im Mai da oder im Juni und das mitten im Sommer. Und das ist eher unpraktisch. Und deswegen hat man sich unter anderem deswegen entschlossen, ja, also damit wir ein bisschen mehr Zeit im Sommer haben, um den Krieg da aktiv zu führen, da verschieben wir einfach den Jahresbeginn und zwar auf den Januar. Und dadurch wurde natürlich der Dezember dann der 12. Monat, also obwohl er eigentlich der 10. heißt, der November, der dann 9. heißt, wurde der 11. und so weiter. Ja, ja und der Macedonius, der Schaltmonat, ist dann zwischen Februar und März. Hier, wie man erkennen kann, mitten dazwischen. Und das ist der Grund, warum wir heute den Februar als Schaltmonat haben. Den zweiten Monat, was überhaupt keinen Sinn ergibt, ja. Also, weil ursprünglich mal der Schaltmonat im Römischen Reich eben genau dazwischen war. Der wurde im Übrigen gestrichen, und zwar gab es im Jahr 44 vor Christus, oder eigentlich im Jahr 45 vor Christus, durch Gaius Julius Caesar, als der Pontifex Maximus war, eine Kalenderreform. Das dürfen nur die höchsten Priester machen. Der Pontifex Maximus war der höchste Hohepriester sozusagen im Römischen Reich. Und die Kalender waren auch in Griechenland, aber in Rom auf jeden Fall auch hauptsächlich eine religiöse Angelegenheit. Ja, und deswegen waren die Priester auch dafür verantwortlich, den zu pflegen. Und bis zu diesem Kalenderreform hatten die Monate andere Tageszahlen. Also manche hatten 30 Tage, die heute 31 haben, manche hatten 29, die dann 30 gekriegt haben und so weiter. Und deswegen war eben auch dieser Schaltmonat notwendig. Und Caesar hat sich dann überlegt, wir machen das anders und hat dann das Jahr 44, im Jahr 44 das eingeführt. Und eines dieser beiden Jahre war dann das längste Jahr der Geschichte, das eben nicht 365 Tage, sondern über 400 Tage oder so ging. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, also bei der Zahl bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall gab es ein sehr langes Jahr. Und genau ab diesem Jahr 44 vor Christus war dann der julianische Kalender eingebaut, der eigentlich bis heute fortbesteht. Es gab natürlich den gregorianischen Kalenderreform, da wurde nur die Anzahl der Schaltjahre nochmal angepasst. Das war's. Ansonsten war die Anzahl der Monate, die Monate bleiben gleich lang. Und nur der Rhythmus, an wann im Februar nochmal so ein Tag eingeführt wird, der hat sich geändert. Ansonsten ist das seit 44 vor Christus so. Und dann gibt es auch den Mercedonius nicht mehr. Der wird im Februar geschalten. Ja, genau. So, das ist also die Jahreseinteilung in Rom. Dann wurde der Januar dann eben der Jahresbeginn. Und dann, jetzt noch als Ergänzung, wurden auch die Monate noch umbenannt. Und zwar, dass jetzt der 5. Mal war, der Quintilis, der wurde natürlich zum Juli. Ja, um Gaius Julius Caesar zu ehren, hat man diesen Monat umbenannt. Und der Sextilis, der wurde zum August, zu Ehren des Kaisers Augustus. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde beides in augusteischer Zeit eingeführt. Später wurden die Monate auch ab und zu mal noch geändert von irgendwelchen anderen Kaisern, die sich ein bisschen tyrannisch aufgeführt haben. Und da die meistens auch, wenn sie dann tot waren, der Damnatio Memoriae anheimgefallen sind, also man versucht, das Andenken an diesen furchtbaren Kaiser auszuradieren, dann wurden eben auch diese Kalenderreformen, wenn sie denn wirklich umgesetzt worden sind, zur Lebzeit des Kaisers, zum Beispiel unter Commodus oder so, wurden die wieder rückgängig gemacht, damit von denen keine Spur mehr existierte. Ja, gut, dann kommen wir zur Einteilung des Jahres oder innerhalb der Monate. Und jetzt haben wir hier Folgendes. Im Römischen hat man sich überlegt, wir machen es möglichst kompliziert. Im Griechischen gab es ebenfalls, ich glaube, 12 Monate. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, 12 Monate, aber auch noch, ist wurscht. Also auf jeden Fall 12 Monate. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was Griechenland angeht. Und in diesen Monaten wurden die allerdings durchnummeriert, die Tage. Und das ist ja relativ einfach. Der 20. Tag in einem bestimmten Monat ist dann eben der 20. Tag
Das ist ja total logisch. Ich weiß nicht, warum man sich in Rom sich überlegt hat, das noch komplizierter zu machen, aber es ist so. Es gibt also in jedem Monat drei Fixtage. Das sind die Kalenden, das ist immer der erste Tag des Monats. Dann gibt es die Nonen, das ist entweder der fünfte oder der siebte Tag eines Monats. Und es sind die Iden, das kennt ja jeder vielleicht von den Iden des März, das ist der 13. oder der 15. Tag. Und das sind die Tage, an dem es, also am Anfang ist der erste Tag, wenn man den Mondzyklus nimmt, da kommt es wahrscheinlich her, der erste Tag, an dem man die Mondsichel vielleicht wieder so gerade so sieht. Dann Halbmond, 5. 7. Tag, Vollmond, 15. Tag, 13. Tag und dann wieder abnehmender Mond, bis man beim nächsten Neumond ankommt und dann kommen die Kalenden des danach folgenden Tages. Da könnten also wahrscheinlich diese drei Fixtage herkommen. Die späten Tage, also der 7. und der 15. sind im März, Mai, Juni, Oktober und bei den restlichen Tagen ist es früher. Nun ist es so, dass man die als Datumsangabe nutzt und zwar zählt man zum nächsten Fixtag hin. Das erkläre ich aber gleich nochmal an einem Beispiel, wo man es dann vielleicht ein bisschen besser illustrieren kann. Jetzt kommen wir nämlich noch zu weiteren zwei wichtigen Einteilungen des Jahres. Das ist jetzt noch ein bisschen komplizierter, aber wir machen es jetzt trotzdem einfach mal, um das der Vollständigkeit halber. Und zwar schauen wir uns jetzt mal einen Kalender an. Es gibt eine ganze Reihe von Fasti, von Kalendern, also Tageslisten sind das ja in dem Sinne, die überliefert sind und die Fasti Maffeiani, die sind relativ klein gewesen, 70 mal 90 cm oder so. Ich glaube, die sind auch gar nicht mehr. Ich glaube, es ist nur in Zeichnung erhalten. Das sind die vollständigsten, ist die vollständigste Kalender und diese Kalender, die wir haben, aus Praeneste und ich glaube, aus Ostia gibt es auch welche, die sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten angefertigt worden und da es Kalenderreformen gab, sind die manchmal nicht mehr up to date. Manchmal haben wir Kalender, da sind, wenn man zum Beispiel einen Kalender hat, in dem der vor 45 vor Christus angefertigt wurde, dann sind die Tageslängen nicht mehr identisch mit denen nach der julianischen Kalenderreform. Und deswegen, ja, müssen die angepasst werden. Und diese Fasti Maffeiani hier, die sind wahrscheinlich aus dem 1. Jahrhundert, so vielleicht so um Christi Geburt irgendwie, 8 nach Christus habe ich irgendwo gelesen, weiß ich nicht, kann schon sein. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Das ist also das Stück CIL 6-2297, wer es genau wissen will, ist also die Nummer der Inschrift. Und jetzt schauen wir uns mal einen Ausschnitt an, um diesen ganzen Wirrwarr an Buchstaben so ein bisschen aufzulösen. Klar ist, jeder dieser Kolumnen ist ein Monat. Ich habe jetzt hier nicht ganz alles drauf nach unten hin, aber dafür kann man alles besser lesen. Hier am Anfang geht es los. Das ist natürlich der Januar, das ist der Februar, das ist der März, das ist der April. Und hier kann man schon sehen, da steht ja auch dazwischen jedes Mal Jan für Januar, dann kommen ein paar Buchstaben, dann kommt hier Feb für Februar, dann kommen wieder ein paar Buchstaben. März, April, Mai kann man lesen. Ja, okay. Die Buchstaben, die unmittelbar davor stehen, sind jedes Mal ein K und das ist vielleicht für den, der sich mit Latein halbwegs auskennt, eine Überraschung, denn es gibt kein K im Lateinischen, sondern nur das C. Aber hier ist trotzdem für die Kalenden immer noch das K eingebaut und die markieren eben am Anfang den ersten Tag. Ja, klar. Der erste Fixtag im Monat ist immer der erste, ist der Kalender, hat ja gesagt. Die werden ja mit dem K markiert. Dann haben wir da die Nonen am 5. oder 7. Tag und da kann man schon sehen, hier sind 3 Tage dazwischen, hier auch. Und im März sind es 5, die hier dazwischen gequetscht werden. Ja, und im Mai auch. Ja, das sind also die, damit es auf einer Reihe ist, hat man es eben so ein bisschen enger geschrieben. Dann haben wir die Iden, die immer mit Eid abgekürzt werden und die sind ja sprichwörtlich durch den Mord an Cäsar am 15. März berühmt geworden. Und hätte man Cäsar am 16. März ermordet, dann wären es nicht mehr die Iden des März, sondern dann wären es der 14. Tag oder so oder 16. Tag vor den Kalenden des April. Ja, das ist natürlich eher schwierig auszusprechen. Deswegen haben sie sich da ein schönes Datum für diesen Mordanschlag ausgesucht. Ja, das sind also diese Fixtage und dazwischen haben wir jetzt noch weitere Tage und die haben unterschiedliche Charakteristiken. Es sind immer im Folgenden, ich mache das mal wieder weg. So, es sind im Folgenden hier immer zwei Buchstaben, die miteinander nichts zu tun haben. Am Anfang kann man sehen, hier vor dem Kalender steht ein A, der B, C, D, E, F, G, H. Dann geht es wieder mit A, B, C, D, E, F, G, H weiter. Das sind also immer diese acht
Sind es acht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Acht Buchstaben und die gehen einfach durch. A, B, C, D, E, F, G, H. Dann geht es wieder weiter mit A, B, C, D, E und so weiter. Ich habe jetzt nicht alles aufgeführt, aber es ist einfach eine endlose Aneinanderreihung dieser acht Buchstaben. Und das sind die sogenannten Nundinae. Das sind also die alten römischen Wochen, wenn man so will. Und zwar sind das Zyklen, die Markttage auseinanderhalten. Es gibt immer einen Markttag. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da bei A stattfindet oder bei H hier. Da weiß ich nicht richtig. Aber das sind Tage, an denen man eben Märkte stattfinden lässt, überall im Reich. Man da hinfahren kann, zu Gerichtsprozessen fahren kann. Also wenn man, die meisten waren ja Bauern und an diesen Tagen konnte man sich also mit anderen Bauern treffen, vernetzen, Geschäfte machen, vielleicht auch ins Gericht gehen, eine Klage einreichen oder irgendwas in der Art und Weise machen. Diese Nundinae werden häufig auch als Basis für Fristen genommen. Wenn man zum Beispiel eine Klage eingereicht hat oder man wird angeklagt, hat man 3 Wochen Zeit, sich da zu melden oder man hat 3 Wochen Zeit abzustimmen und so weiter. Also die sind wichtig für den Alltag und sind deswegen hier vorne mit den Buchstaben aufgeführt. Die gehen durch das ganze Jahr durch, aber am Ende des Jahres wird, wenn das nicht genau aufgeht mit den Jahrestagen, wird sozusagen die letzte Woche gekappt und am 1. Januar, an den Kalender des Januar, geht dieser Zyklus mal mit A los, also immer mit dem Tag. Ja, das sind also die ersten Zahlen, die hier drauf sind, oder die ersten Buchstaben, die hier drauf sind. Und die zweiten Buchstaben, die danach folgen, das sind hier F, C, C, hier auch F nach den Nonen, hier oben auch F nach den Kalenden. Es können aber auch mal mehrere sein, hier NP in Ligatur, also 2 Buchstaben zusammengefügt, hier auch NP und so weiter. Das sind die sogenannten Tagescharakter. Und zwar haben diese Tage im römischen Kalender einzelne Eigenschaften, Charakter eben. Manche sind aufbrausend oder so, naja, nicht. Also manche sind für Volksversammlung geeignet und manche sind für Gerichtsprozesse geeignet. Bei manchen darf man gar nichts von beiden machen und an manchen gibt es öffentliche Feiertage und an manchen sind es Teilfeiertage. Und die habe ich jetzt hier alle mal mit aufgeführt und zwar sind F, die Tage, die mit F bezeichnet sind, sind dann der Dies Fastus, also ein Tag, an dem ein Gerichtsprozess möglich ist. Dann haben wir die C, das sind die Dies oder der Dies Comitalis. An denen sind Volksversammlungen möglich, die man abhalten durfte. Ich habe relativ wenige Gerichtsprozesstage gesehen. Also das kann sein, dass man die bei C auch mit abhalten kann. Will ich jetzt nicht, will ich mich nicht drauf genau festlegen. Aber es gibt eben Fixtage, an denen man eben keine Gerichtsprozesse abhalten darf. Zum Beispiel, wenn bestimmte Feste stattfinden oder wenn bestimmte Tage zu Unheilstagen oder zu Unglückstagen erklärt werden, weil da was ganz Schlimmes passiert ist. Ja, sowas in der Art und Weise. Dann haben wir den Dies Nefastus, wo beides nicht möglich ist. Das sind solche Unglückstage. Das sind im Februar ziemlich viele. Ja, kann man ja sehen. Dann haben wir den Nefas Piaculum. Das ist wohl ein öffentlicher Feiertag. Da bin ich mir gar nicht mal so hundertprozentig sicher. Und dann haben wir noch den EN, Induitio Exitio Nefas. Okay, morgens. Und abends sind das wohl Feiertage. Hier habe ich nur einen einzigen. Weiß ich nicht ganz genau, aber wichtig ist zu wissen, dass es das überhaupt gibt. So. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, ja, bleiben wir mal auf dieser Folie noch drauf, sind hier auf diesem Kalender noch andere Sachen aufgeführt. Hier sind zum Beispiel Ludi, also Spiele. Und zwar die Ludi für die Magna Mater, also die Göttermutter, die Kybele eigentlich. Die fanden hier statt. Dann haben wir hier sogar noch eine Bezeichnung an der Stelle Hoc die Caesar Pontific Maximus Fact Est. Also an diesem Tag ist Caesar zum Pontifex Maximus ernannt worden. Wird hier noch mit eingefügt. Dann haben wir noch unterschiedliche Bezeichnungen hier dabei. Das Bild habe ich ja ohnehin online gefunden. Das habe ich auch unten verlinkt. Wenn man da Lust drauf hat, kann man sich das alles mal im Detail angucken. Okay, das sind also die Tagescharakter, die Fixtage und auch die Nundinae, die hier aufgeführt sind. Und jetzt kommen wir zur Datumsangabe. Denn ich hatte ja schon gesagt, da wird zum nächsten Fixtag hingezählt. Und das ist umständlich, aber wir können wir nichts machen. Jetzt haben wir zum Beispiel diesen Tag, den 2. Januar nach unserer Zählung. Und nach antiker Zählung wäre es dann der 4. Tag vor den Nonen, dem nächsten Fixtag, also des Januar.
Und zwar, weil die Inklusivzählung vorherrscht, wird der Tag selber mitgezählt. Wir würden ja sagen, es ist der dritte Tag, aber hier in Rom sagt man dann der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Das ist also der vierte Tag vor den Nonen des Januar. So, ja, Inklusivzählung. Dann nehmen wir noch ein zweites Beispiel hier. Das ist dann der fünfte Tag vor den Iden des Januar. Kann man sehen, kein Problem. Und jetzt kommt das große Problem. Wenn man nach diesen Iden des Monats einen Tag bezeichnen will, irgendeinen hiervon, dann muss man den Kalender des danach folgenden Monats als Bezugspunkt wählen. Also zum Beispiel für den, was weiß ich, wievielten Januar, den 25. oder so, würde man sagen, das ist der achte Tag vor den Kalendern des Februar. Ja, und das ist natürlich wahnsinnig umständlich, aber das, ja, können wir nichts machen. Und das fanden die Römer offenbar auch ziemlich umständlich. Und deswegen gibt es auf manchen Kalendern, zum Beispiel diesen Fasti Prenestini hier, auch eine schon mal vorsorglich eingerichtete Zählung. Und zwar hier kann man es ein bisschen sehen, also das ist sehr fragmentarisch natürlich. Hier ist wohl der Januar und hier in der Mitte hier, ich mache es gleich größer, sind EID, das sind also die Iden. Die Qualität ist jetzt nicht so super hier auf der linken Seite, aber das ist dieser Ausschnitt, Iden, der 15., der 13. Januar. Und hier ist dann aufgeführt bei den jeweiligen Tagen, welcher Tag oder der wievielte Tag vor den jeweiligen Fixtag das ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwas hat, man hat eine Volksversammlung und man will einen Tagebucheintrag schreiben oder so, dann muss man nicht extra nachrechnen, sondern sagt, aha, okay, hier, das ist jetzt also der sechste Tag vor den Iden des Januar. So, und dann kann man das aufschreiben. Hier ist es nochmal ein bisschen größer, da kann man es besser erkennen. Und hier kann man auch sehen, dass bei diesem Fasti Prenestini ziemlich viel noch mit reingeschrieben wurde, wo die einzelnen Tage noch beschrieben werden oder bestimmte Gegebenheiten, was da passiert ist und so weiter. Und jetzt kann man vielleicht auch schon sehen hier bei diesem etwas verschwommenen Bild, dass hier beim Vortag, der vor den Iden, nicht die 2 steht, wie vielleicht man denken könnte, sondern PR, das steht für Pridi, das heißt der Vortag vor den Iden des Januar in dem Fall. Ja, und beide Angaben, Vortag oder der zweite Tag vorher, sind gängig. Und ich habe jetzt auch mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar gibt aus den Briefen Ad Familiaris von Cicero, gibt es hier den Brief Nummer 4. Und hier auf der linken Seite steht also dann das Original. Also ich habe es dann noch ausgeführt, was da steht. Also geschrieben in Brundisium am Vortag des Kalenden des Mai. Ab Urbe Condita 696 und ja, das kann man ja dann ausrechnen. Ja, sind, ich weiß gar nicht, wann das jetzt genau ist, 300, 753 minus das. Das ist irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, irgendwann im 1. Jahrhundert vor. Und hier übersetzt, ja, klar, am Vortag geschrieben. Und er schreibt in dem Brief selber dann nochmal, hier Brundisio Profectisumus hat dann eben der zweite Tag vor den Kalenden des Mai. Und das ist genau das gleiche wie das oben drüber auch, der Vortag. Und das heißt übersetzt eben am zweiten Tag vor den Kalenden des Mai sind wir vom Brundisium dann eben aufgebrochen. Ja, also hier ist eine praktische Anwendung dieser Datumsangabe. Und jetzt kommen wir noch zur Tageseinteilung. Jetzt hatten wir ja die Tage und jetzt schauen wir uns mal, wie diese Tage binnengegliedert werden. In der Frühzeit in Rom war ja Rom relativ klein, ja, und da war es auch nicht notwendig, eine sehr differenzierte Tageseinteilung vorzunehmen, weil alles, was man machen wollte, war koordinierbar, notfalls auf Zuruf, wenn man es mit den Nachbarn machen wollte. Und wenn es größere Ereignisse gab, wie Volksversammlungen oder Gerichte, da war schon relativ klar, wann das stattfindet, irgendwann nach Sonnenaufgang, eine Weile nach Sonnenaufgang und dann geht man dahin und dann geht es irgendwann los. So, jetzt haben wir aber noch ein bisschen detailliertere Angaben von Plinius, der uns ein bisschen was dazu sagt. Er schreibt also, die dritte schon mehr von Überlegung zeugende Übereinstimmung zwischen den Völkern, meint er hier, war die in der Einteilung der Stunden. Wann und von wem diese Erfindung gemacht wurde, haben wir bereits im zweiten Buch angegeben. Auch von ihr machte man in Rom erst weit später Gebrauch. Auf den 12 Tafeln ist nur vom Anfang und Untergang der Sonne die Rede. Einige Jahre später wurde noch der Mittag hinzugefügt, wo dann ein Gerichtsdiener es ausrufen musste, wenn er vom Senatshaus, also der Kurie, aus die Sonne zwischen der Rednertribüne, der Rostra und der sogenannten Graecostasis, der Gesandtenbank, erblickte. Neigte sich die Sonne von der manischen Säule, also eine Säule, die es nicht mehr gibt, die für einen Sieg im 4. Jahrhundert, glaube ich, oder
ich glaube, im 4. Jahrhundert aufgestellt wurde vor Christus. Und dem Gefängnis, dem Karzer, den gibt es noch. So rief er den Abend aus. Allein das konnte nur an heiteren Tagen geschehen und war bis zum Ersten Punischen Krieg in Gebrauch. Also bis ins 3. Jahrhundert hinein. Allerdings konnte man das natürlich nur, wenn man die Sonne auch gesehen hat. Ja? Und jetzt habe ich mal hier noch ein Bild mitgebracht. Das ist also eine Rekonstruktion von digitalesforumromanum.de, ein Projekt, das jetzt schon eine Weile läuft, aber leider keine frühere Rekonstruktion als 200 vor Christus hat. Und hier ist also eine Basilika, also eine Säulenhalle. Das ist das Forum Romanum. Hier ist so ein, ja, sind so ein paar Reste noch. Dieser Tempel hier, das ist der sogenannte, das ist der Saturntempel, wenn ich mich richtig erinnere, der steht noch da und hier ist ein Tempel, den gibt es nicht mehr. Und hier ist die Kuria und von der aus das Senatsgebäude, das gibt es heute auch noch, aber das steht an einem anderen Platz, das ist eine ältere Kuria. Von diesem Senatsgebäude aus konnte man eben hier an der Rostra, ich nehme an, dass es das hier war, weil die so geschweift sind, der Rednertribüne und der Gekost, das ist durchgucken und hier war dann eben Mittag, ja, Richtung Süden. Ja, irgendwie logisch. Und dann nach Richtung Westen, das ist vielleicht die Säule hier, das weiß ich nicht, aber hier irgendwo ist dieses Gefängnis, das man heute auch noch besichtigen kann, ist in einer Kirche und wenn es dann eben Richtung Westen war, die Sonne, klar, dann war eben Abend, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Das ist also die älteste Einteilung. So. Dann kommen wir zu den Sonnenuhren, denn er schreibt unmittelbar danach, diese drei Abschnitte von Plinius sind alle aus einem Kapitel, wie Fabius Vestalis erzählt, war Lucius Papirius Curso, der erste unter den Römern, welcher eine Sonnenuhr errichtete. Dies geschah im 12. Jahr vor Ausbruch des Krieges gegen Pyrrhos, der 280 ausgebrochen ist, muss dementsprechend 292 gewesen sein. Varro erzählt, die erste Sonnenuhr sei auf einem öffentlichen Platz neben der Rednertribüne, das war eben auch diese Rostra, an einer Säule angebracht worden, und zwar im Ersten Punischen Krieg durch den Konsul Valerius Messala nach der Einnahme von Catina in Sizilien, das dürfte Catane sein, von wo sie 30 Jahre später als die papyrianische Uhr im Jahr 491 der Stadt 262 hergeholt wurde. Ihre Striche stimmten zwar nicht mit den Stunden überein, allein man richtete sich noch 99 Jahre nach ihr, bis Quintus Marcius Philippus, der mit Lucius Paulus Zensor war, eine mit mehr Sorgfalt verfertigte, daneben setzen ließ. Ein Geschenk, das mit größtem Dank aufgenommen wurde. Also eine Sonnenuhr aus Sizilien, klar, wenn man die genauso aufstellt wie dort in Rom, hat man eben mehrere hundert Kilometer Unterschied nach Norden hin und zur gleichen Zeit fällt eben der Schatten aufgrund dieser mehreren hundert Kilometer Unterschiedes anders. Ja, da fällt dann eben nicht, was weiß ich, kurz vor Sonnenuntergang fällt er halt irgendwie relativ gerade. Und wenn man dann weiter nördlich kommt, dann wird er ein bisschen schiefer. Und das heißt also, eine Sonnenuhr, die muss normalerweise genau darauf ausgelegt sein oder angefertigt sein, wo sie jetzt eben aufgestellt werden soll. Ja? Und wenn man sie dann mit woanders hinnimmt, vor allen Dingen nach Norden und nach Süden, also Ost-West ist da ziemlich, ist ja egal, dann muss man die anpassen. Ist ja nicht geschehen, hat man eben erst später von zwei anderen Römern eine neue erhalten, die man daneben gestellt hat. Ja? Mit dieser Art von Sonnenuhren, die in der Antike eigentlich ziemlich verbreitet waren, auch und die man eine ganze Menge gefunden hat, gibt es dieses Problem. Eher nicht so, ja, kann man also aufgrund dieser konvexen Formen sich dann doch besser anpassen, kann die auch nach Norden und Süden hin eher mit transportieren und dann haben die auch weiterhin einigermaßen Zuverlässigkeit. Ja. Das Problem ergibt sich eben eher bei statischen, großflächigen Uhren, die entweder, ja, also entweder vertikal angebaut sind oder eben horizontal gebaut sind, wie jetzt hier der Fall in Rom. Und das ist jetzt das größte Beispiel, und zwar ist das das sogenannte Horologium Augusti, das zusammen mit der Areopagis, also diesem Friedensaltar, der heute auch noch wieder wunderbar aufgebaut ist in so einem Museum, durch Augustus aufgestellt wurde. Und dafür wurde ein Obelisk aus aus Ägypten natürlich geholt. Ja, da haben sie eine ganze Reihe von Obelisken abgestaubt. Und haben im 1. Jahrhundert vor Christus da eine riesengroße Jahreskalender aufgestellt. Man dachte früher, es war eine Sonnenuhr, aber man hat jetzt einen Rest davon gefunden, 8 Meter unter dem römischen Boden. Und da hat man festgestellt, es ist also ein Jahreskalender. Und diese Art von Sonnenuhren sind eben anfälliger, sind allerdings natürlich die einfachsten Sonnenuhren, ja klar. Hier ist im Übrigen der Obelisk, der steht heute auf der Piazza Montecitorio, glaube ich, also vor dem Parlament.
und ja, wurde dafür eben nach Rom transportiert. Okay, und dann gibt es noch eine weitere letzte Art von Uhren, und zwar die sogenannten Wasseruhren. Und hier schreibt Plinius: Aber dennoch wusste man bei trübem Himmel die Stunden nicht, und dies dauerte bis zum nächsten Lustrum. Da Scipio Nasica, der Kollege des Laenas, eine Wasseruhr anfertigte, welche die Stunden des Tages und der Nacht gleich richtig angab, diese Uhr, welche überdeckt war, weihte er im Jahr 395 der Stadt, also 158 so. So lange entbehrte das römische Volk einer zuverlässigen Zeiteinteilung, Einteilung der Tageszeit, ja. Okay, also eine Wasseruhr, die kann unterschiedliche Mechaniken haben. Also die hier beschrieben wird, die 24 Stunden lief, ist natürlich was ganz anderes, groß, monumental, muss also geregelt werden. Aber in Griechenland gab es auch vorher schon Wasseruhren, die sogenannte Klepsydra, die sehr einfach gestaltet waren. Und zwar handelt es sich hier um einen, das hier auf der rechten Seite ist die Rekonstruktion von diesem linken Pott hier. Hier kann man die Aufschrift so ein bisschen sehen. Und das ist eigentlich nur ein Gefäß mit einem Loch unten drin. Und hat man in Griechenland häufig vor Gericht angewendet. Das heißt, man schippt da Wasser rein und ist ein Loch drin. Und wenn das Wasser komplett raus war, dann ist eine Kanne, also eine Kanne Wasser, die man reingeschüttet hat, vorbei. Und die Redezeit der anklagenden Seite und der Verteidiger oder der sich verteidigenden Seite wurde noch nach diesen Chus bemessen. Das heißt, man hat dann eine oder zwei Zeit, und so konnte man gewährleisten, dass beide die gleiche Redezeit haben. Ja? Und wenn es dazwischendurch mal Tumult gab oder es musste irgendwas vorgelesen werden, ein Zeugenbericht oder ein Gesetz, dann hat man einfach Stöpsel reingemacht und eben den Wasserausfluss unterbrochen. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Das ist die Tageseinteilung gewesen. Und jetzt hatten wir das Jahr, die Jahreseinteilung, die Benennung der Jahre, die Einteilung der Jahre in sich, die Datumsangabe und die Zeiteinteilung. Und ich glaube, das ist erstmal ein guter Einblick gewesen, wenn man sich dafür interessiert. Es gibt dazu natürlich noch mehr Literatur. Es gibt auch andere Einführungen, die schon raus sind, anders als das Buch von Herrn Reinhardt, das jetzt hoffentlich Ende 2021 kommt. Ich würde natürlich trotzdem empfehlen, auf das Buch zu warten, weil das sicherlich besser ist. Und dann nochmal als zweite Erinnerung: Wenn man mich unterstützen möchte, kann man das gerne tun. Würde mich freuen, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber würde mich natürlich mehr freuen, wenn es jemand machen würde. Damit sind wir für heute durch. Dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.